Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf Potters Bluff Reviews. Heute geht es um das wunderschöne Steelbook von Mondo zu Ex Machina hier in der tollen Edition. Fangen wir gleich mal an. Es ist Target-exklusiv. Best Buy exklusiv. Es ist ein Shop in den USA. Habe ich jetzt über eine Facebook-Gruppe bekommen. Vielen Dank, Steve, wenn du das siehst. Und gibt es nur in diesen Läden praktisch. Sehr schwer ranzubekommen. Ist jetzt auch schon out of print. Ihr seht schön, hier typisch wie bei dem The Thing Steelbook, was ich schon vorgestellt habe. Das könnt ihr hier ansehen. Schutzhülle ist wieder mitgeliefert. Und auf der Schutzhülle befindet sich ein Teil des Artworks, was ich sehr genial finde. Ihr seht hier, Eva ist hier angebracht. Hier auch mit kleinen, ich glaube, das ist Computercode. Ich weiß nicht, krieg's gerade nicht scharf. Auf jeden Fall, wenn das Computercode ist, Kanan, ist deine Aufgabe, ob das richtig ist. Und ja, ich mach's mal ab. Hier sehen wir den Schuber außenrum mit den ganzen Infos. Hier sind so auch die Bonus-Features. Wie gesagt, hier ist natürlich kein deutscher Ton enthalten. Hier haben wir Bilder aus dem Film mit Oscar Isaac und Domhnall Gleeson. Ja, und hier noch so ein paar Infos. Ist auch eine Digitalkopie dabei. Das Bein ist nichts gedruckt. So, kommen wir zum Steelbook selber. Jetzt schon sehr cooler Effekt hier. Eva ist so dieses Steelbook-Effekt gewesen hier, aus dem ganzen Kabel und diesen Drähten rauskommt. Und praktisch, wenn das hier drauf ist, ist sie komplett überdeckt durch diesen Schein hier auch. Ist auch sehr gut ein Touchwind. So kommt erst zum Vorschein, wenn man das Steelbook rausnimmt. Ja, ihr seht ja hier. Ganz viele verschiedene kleine Computerdrähte, Kabel, was weiß ich, was alles sein soll, Festplatten und so weiter. Zieht sich Figuren drauf das Bein durch. Die ist hier wieder auch nummeriert, das ist Nummer 10. Sehr schön geworden. Ich finde ja, Mondo Steelbooks ist immer so ein Hass, so ein Ding, am Ende liebst du oder hasst du. Ich finde bei vielen Filmen sehr unpassend, zum Beispiel hasse ich das von Dread oder von, was so schlecht war, Terminator 2 gefällt mir auch nicht. Hier auch, die Discart finde ich cool. Diese Oberfläche auf Evas Anzug fühlt sich auch so richtig cool an. Hier ist wahrscheinlich hier die Schulter oder was das sein soll oder einfach nur so ein Wisch-Effekt. Sehr schön gemacht hier. Ich finde immer cool, wenn man die Disc mit ins Konzept mit einbezieht. Ja, dann hier im Hintergrund haben wir auch noch die ganzen Kabellagen. Wenn ihr jetzt noch nicht alles anguckt und da vielleicht irgendwo ein Detail versteckt ist. Und hier ist der Download-Code. Könnt ihr gerne haben hier. Ist halt wahrscheinlich aber nur die englische Version, denke ich dann mal. Ja, kommen wir jetzt wieder rein. Ihr seht schon, ich bin sehr begeistert von diesem Steelbook. Ähnlich so schön wie das von The Thing. Ich bekomme demnächst noch das von Shaun of the Dead. Da gibt es ja keine anständige öffentliche Special Edition, keine deutsche. Deswegen freue ich mich schon drauf. Hier nochmal Detail. Sehr schön gemacht, hier auch mit dem Computerinnereien und so weiter. Und Ex Machina hier unten natürlich, habe ich vorhin nicht erwähnt, natürlich auch wieder diesen tollen Silber-Touch gedruckt, genauso wie die Seitensachen hier. Ja, und wie gesagt, hier, dass immer so ein Schutzhülle dabei ist, das finde ich auch sehr cool. Ja, das war's zum Ex Machina Steelbook von Mondo. Schöner kann man es, glaube ich, kaum machen. Krieg aber demnächst noch die Film-Arena-Version. Die scheint auch sehr, sehr genial zu werden. Könnt ihr dann auch bald auf diesen Kanal erwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ja, geht ins Kino, habt Spaß und macht's gut.